Lob und Dank gebühren Allah, dem Herrn und Schöpfer aller Geschöpfe. Assalat und Assalam für unseren geehrten, großartigen und geliebten Propheten Muhammad, seine muslimischen Angehörigen und seine Gefährten, welche rechtschaffen und aufrecht waren. Geehrte Brüder und Schwestern, wir befinden uns im gesegneten Monat Rajab. Dies ist der Monat der Nachtreise und Himmelfahrt des Propheten Muhammad. Wir wollen diese Zeit nutzen, um diesem großartigen Ereignis zu gedenken. Diese Nachtreise und Himmelfahrt des Propheten, dieses großartige Wunder, das er erhalten hat, ist eine Deutung auf seine Wahrhaftigkeit und eine große Ehrung für unseren geliebten Gesandten. Gleichzeitig ist es auch ein deutliches Zeichen, das auf die Allmacht Gottes hinweist. Die Bedeutung der, Ayah, der ersten Aya, der Surat isra lautet, Erhaben ist Allah, der seinen Diener, den Propheten Muhammad, von der Haram-Moschee in Mekka zur Aqsa-Moschee in Jerusalem reisen ließ, dessen Gebiet gesegnet ist, damit der Prophet von den außergewöhnlichen Zeichen, die auf die Allmacht Gottes deuten, sieht. Wahrlich, Allah ist der Allhörende und der Allsehende. Die Nachtreise und Himmelfahrt des Propheten Muhammad sallallahu wasallam, fand mit Körper und Seele, körperlich und seelisch, im wachen Zustand statt. Es ist nicht wahr, dass die Nachtreise und Himmelfahrt des Propheten ein Ereignis war, bei dem bloß seine Seele reiste. Es ist auch nicht wahr, dass dieses Ereignis etwas war, was der Prophet im Traum gesehen hätte. Die Nachtreise und Himmelfahrt des Propheten, salatu wassalam begann in der Nacht, in der 27. Nacht des Monats Rajab, in Begleitung des Engel Jibril. Auf dem Burak ein besonderes Reittier aus dem Paradies, das mit sehr hoher Geschwindigkeit reist. Er setzt seine Hufen dort auf, wohin sein Blick reicht. Auf dem Weg von Mekka nach Jerusalem besuchte der Prophet und der Engel jibril verschiedene Städte und Städten, welche Besonderheit und Segen haben. Der Prophet a .a berichtete, dass sie zuerst an einen Ort ankamen, an dem es viele Palmen gab. Dort machten sie Halt und der Engel Jibril forderte den Propheten Muhammad auf, dort zu beten. So verrichtete der Gesandte Gottes zwei Gebetseinheiten. Als er anschließend wieder aufstieg, fragte ihn der Engel Jibril, ob er wisse, wo er gebetet hat. Der Gesandte Gottes antwortete: Allahu Allah ist Wissender. Da teilte ihm der Engel Jibril mit, dass er in Yathrib, im Taiba gebetet hat. Yathrib ist der Name einer Stadt, die heute bekannt ist unter dem Namen Al-Madinatul Munawwara. Es ist die Stadt der Einwanderung. Es ist die Stadt, in welche der Prophet Muhammad sallallahu wasallam, ausgewandert ist. Nach seiner Auswanderung in diese Stadt war sie bekannt als die erleuchtete Stadt Al-Madinatul Munawwara. Und der Engel Jibril bezeichnete sie als Täuber. Als sie an einer nächsten Stätte Halt machten, forderte der Engel Jibril den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erneut auf, zu beten. So stellte er sich auf und verrichtete zwei Gebetseinheiten. Anschließend wurde er erneut gefragt, ob er wisse, wo er gebetet hat. Und der Gesandte Gottes sallallahu alaihi wasallam antwortete, Allahu a'lam. Allah ist wissender, ist die Bedeutung davon. So teilte ihm der Engel Jibril mit, er habe in Tulsaina gebetet. Der, der Ort, an dem der geehrte Prophet Musa -salam, das Sprechen von Allah gehört hat. Der Prophet Musa ist unter anderem dadurch ausgezeichnet, dass er das Sprechen Gottes gehört hat. Hier ist sehr, sehr wichtig zu verstehen, dass das Sprechen Gottes nicht dem Gesprächen, nicht dem Sprechen der Geschöpfe ähnelt. Wir wissen, dass Allah, der Erhabene, nicht seinen Geschöpfen ähnelt. So wissen, wir auch, so wissen wir auch, dass sein Sprechen weder mit Stimme noch mit Sprache ist. Dass das Sprechen Gottes nicht aus Lauten zusammengesetzt ist, dass das Sprechen Gottes keinen Anfang und kein Ende hat. Allah spricht ohne Zunge, ohne Lippen und ohne Zähne. Das Sprechen Gottes ähnelt nicht dem Sprechen der Geschöpfe. Und der Prophet Musa war auf dem Berg, auf diesem Berg, der Tul Seina genannt wird, als er das Sprechen Gottes hörte. Als nächstes kamen sie an einen Ort, wo der Engel Jibril den Propheten erneut aufforderte, zu beten. Und dieser verrichtete daraufhin erneut zwei Gebetseinheiten. Als der Engel Jibril ihn dann fragte, ob er wisse, wo er gebetet hatte, sagte er: Allahu A'lam. Antwortete der Prophet: Allahu A'lam. Und Jibril teilte ihn mit, er hat in Madian gebetet, die Stadt des Propheten Schu'aib. Am nächsten Ort, an dem der Prophet zwei Gebetseinheiten be äh, betete, teilte der Engel Jibril ihm mit, dass dieses Beitulaham sei, die Geburtsstadt unseres geliebten Propheten Isa a.s. Denn als nächstes kamen sie dann zur Aqsa Moschee. Wir finden, schon auf dem Weg zur Aqsa Moschee, Lehren in der Reise des Propheten Muhammad, salam) was wir anschließend vertiefen werden. Aber, dass er in diesen Städten Halt machte und dort betete, deutet uns auf etwas Wichtiges hin. Es deutet darauf hin, dass es Nutzen und Gutes in den Spuren der Propheten gibt. Diese Orte, die er aufgesucht hat, wie Tulsaina und Madian und Baytul Laham, sind für uns Muslime und sind in Wahrheit gesegnete Orte, da sich dort Propheten aufhielten. Und wir entnehmen daraus, dass es etwas Nachahmenswertes ist, die Spuren der Propheten aufzusuchen. Als er, der Prophet Muhammad a .a. in Begleitung des Engel Jibril, die Aqsa Moschee betrat, sah er, dass Allah der Erhabene dort alle Propheten für ihn versammelte, versammelt hatte. Von Adam bis Isa. Vom ersten Propheten Adam bis zum vorletzten Propheten Isa. Allah möge ihnen allen einen höheren Rang geben. Der Engel Jibril führte den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nach vorne, sodass er dann als Vorbeter vor allen Propheten betete. Unser Prophet ist der Imam aller Propheten und Gesandten. Eine hohe Ehrung, die er erhalten hat. Dieses Ereignis, dass der Prophet als Vorbeter vor allen, Propheten betet, vor allen Propheten gebetet hat, weist uns auf mehrere Angelegenheiten hin. Wir verstehen daraus deutlich, dass alle Propheten Muslime waren. Es ist etwas Selbstverständliches, dass alle Propheten den Islam verkündet haben. Denn sie haben ja Offenbarung von Gott bekommen. Auch deutet, deutet es darauf hin, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam der beste und hochrangigste unter allen Propheten ist. Sallallahu alaihi wasallam. Wie schon erwähnt, gab es viele lehrreiche und ermahnende Ereignisse, die der Gesandte Gottes وسلم, auf seinem Weg zur Aqsa Moschee erblickte und sah. So sah er zum Beispiel die Welt. Und sie erschien ihm in der Gestalt einer sehr alten, geschmückten Frau. Daraus entnehmen wir die Lehre, dass die Welt, auf der wir leben, alt ist. Sie hat die längst, ihre längste Zeit schon hinter sich. Und die Zeit, die verbleibt bis zum Tag des jüngsten Gerichts, ist nicht lang. Auch weist es darauf hin, dass diese Welt mit ihrem Schmuck trügerisch ist und ihr wahres Anklitz verbirgt. Auch sah er Iblis, den Satan, der sich am, den er am Rande des Weges erblickte. Durch die enorme Ausstrahlung des Propheten -salam, wagte er es jedoch nicht, den Propheten anzusprechen oder ihn gar in, in, in Versuchung zu führen. Hier ist zu, wichtig zu wissen, dass Iblis, der Satan, Allah möge uns vor ihm bewahren, dass er ein Dschinn ist, ein ungläubiger Dschinn. Es ist falsch und nicht richtig, was einige Leute behaupten, dass er angeblich ein Engel gewesen sei oder der Anführer der Engel gewesen sei. Dieses ist entgegen dem, was Allah dem Propheten Muhammad offenbart hat. So entnehmen wir zum Beispiel der Ayah 50, der Suratul Kahf, in, in, äh, in welchem ein Bericht äh, berichtet wird über ein Ereignis, das passiert ist wo über Iblis erwähnt wird, sinngemäß, außer Iblis und er gehört zu den Dschinn. Hier ist nicht erwähnt, er gehört zu den Engeln, sondern er gehört zu den Dschinn. Es ist richtig, dass Iblis vor seiner Verdammung, vor seiner Verfluchung ein Gläubiger war. Jedoch protestierte er gegen Allah und begann dadurch Unglaube und führte, fügte sich selbst. Er führte sich selbst der Verfluchung zu. Auch sah der Prophet Alejis auf seinem Weg von Mekka nach Jerusalem Menschen, deren Köpfe mit schweren Gegenständen zertrümmert wurden und dann anschließend sich wieder zusammensetzten, nur um dann erneut zertrümmert zu werden. Als er den Engel Jibril danach diesen Menschen fragte, berichtete Sayyidun al-Jibril ihm, dass dies die Menschen sind, deren Köpfe schwerfällig waren, um das Gebet zu verrichten. Er sah Menschen, welche nur spärlich bekleidet waren, deren Blöße kaum bedeckt waren, die auf, der, auf, auf Wiesen weideten wie Vieh. Dann fragte er den Engel Jibril, wer diese Menschen seien. al Jibril antwortete ihm, es sind jene, die die Zakar nicht entrichtet haben, die Pflichtabgabe nicht entrichtet haben. Er sah Menschen, deren Lippen und Zungen mit Scheren aus Feuer gespalten wurden. Und der Engel Jibril berichtete ihm, es sind diejenigen, die, die äh, ähm, Zwietracht und Übel gestiftet haben unter den Menschen. Jene, die Namima begangen haben. Zwietracht gestiftet haben. Allah möge uns bewahren. Und auch anderes sah er auf seinem Weg nachdem der prophet in der aksa moschee als imam vor allen propheten betete stieg er von jerusalem aus auf in die sieben himmel und sogar darüber hinaus er betrat jeden einzelnen der sieben himmel und in jedem einzelnen dieser himmel traf er einen oder mehrere propheten jeden dieser Propheten grüßte er und sprach mit ihnen. Auch erblickte er im siebten Himmel das Haus El Mamur, ein gesegnetes Haus, welches für die Bewohner der Himmel, die Engel, die die siebten Himmel bewohnen, für, ist. Für sie ist dieses Haus wie für die Menschen auf der Erde die Kaaba. Sie umkreisen dieses Haus so wie die Menschen auf der Erde die Muslime auf der Erde die Kaaba umkreisen. Und es ist ihre Gebetsrichtung. Dieses Haus, dieses Marmorhaus, wird jeden Tag von 70.000 Engeln betreten, welche darin beten. Und nachdem sie es verlassen, kehren sie nie wieder dort hinein zurück. Auch sah der Prophet während seiner Himmelfahrt den Baum al-Muntaha, ein Baum von außergewöhnlicher Schönheit der prophet muhammad sallallahu berichtete dass dieser baum so schön ist dass ein geschöpf diese schönheit nicht beschreiben kann dieser baum hat blätter so groß wie elefantenohren und früchte so groß wie große krüge er ist auf ihm befinden sich schmetterlinge aus gold dieser baum ist gewaltig seine größe ist gewaltig er ragt vom sechsten himmel bis hinaus über den siebten Himmel. Sein Schatten ist so weit, dass ein Reiter 70 Jahre benötigen würde, um ihn zu durchqueren. An diesem Baum war es, dass ihm der Engel Jibril zum zweiten Mal in seiner wahren Gestalt erschien. In der Regel, wenn der Engel Jibril den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aufsuchte, Kam er zu ihm in Gestalt eines schönen Mannes. Die Engel haben die Fähigkeit, die Gestalt eines schönen Mannes anzunehmen. Jedoch ohne das Geschlechtsorgan, da die Engel in Wirklichkeit weder Männer noch Frauen sind. Die Engel sind nicht männlich und sind nicht weiblich. Einmal zuvor, einmal vor der Himmelfahrt, sah der Prophet Muhammad sallallahu wasallam, den Engel Jibril in seiner wahren Gestalt. Dieses Mal war es das zweite Mal. Und da der Engel Jibril so starke Sehnsucht nach dem Propheten verspürte, näherte er sich ihm, bis er circa zwei Ellen nur noch von ihm entfernt war. Dieses Ereignis ist im Koran berichtet. Man, man findet den Bericht darüber in den Ayat 8 und 9 der Surah Al-Najm. Hier ist erwähnt, dass der Engel Jibril seine wahre Gestalt angenommen hat und sich dem Propheten genähert hat. Bis auf eine Entfernung von ca. zwei Ellen. In diesem Ayat ist nicht der Name des Engels Jibril erwähnt. Jedoch wissen wir, dass es der Engel Jibril war. Es ist überliefert sowohl vom großartigen Hadithgelehrten Al-Bukhari als auch vom großartigen Hadithgelehrten Muslim. Dass Sayyida Aisha, anha, die Ehrenhafte, die Reine, die Wissende, lehrte das. Derjenige, der in diesen Ayat erwähnt ist, der Engel Jibril ist. Und das ist etwas, was bei den Muslimen bekannt und sicher ist. Es war während der Himmelfahrt, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Pflicht der fünf Gebete, der fünf Pflichtgebete, als ihm dieses offenbart wurde. Zuerst wurde ihm offenbart, dass für seine Gemeinschaft 50 Gebete Pflicht sind. 50. Anschließend traf er erneut den, den Propheten Musa und berichtete ihm davon. Dieser beratschlagte ihn und forderte ihn auf, an den Ort zurückzugehen, an dem er diese Offenbarung erhalten hat, und Allah zu, zu bitten, äh, dieses zu verringern, um Erleichterung zu bitten. Denn er fürchtete, dass seine Gemeinschaft dieses nicht erfüllen könnte. Dann kehrte der Prophet zurück und bat Allah um Erleichterung. Und Allah akzeptierte und verringerte die Anzahl der Gebete auf 45. Auch dieses berichtete er dem Propheten Musa. Und dieser forderte ihn erneut auf, zurückzukehren und Allah um Erleichterung zu bitten. Dieses tat der Prophet. Und wieder wurden ihm fünf Gebete verringert. Er kehrte zurück zu Musa und zurück zu dem Ort, an dem ihm dieses offenbart wurde, hin und her, bis nur noch fünf Gebete übrig waren. Und das ist die Anzahl unserer Pflichtgebete. Wir haben fünf Gebete in der Anzahl, in der Anstrengung und die Belohnung von 50 Gebeten. Nach seiner Rückkehr, nachdem der Gesandte Gottes, a.s. von diesem großartigen Ereignis zurückkehrte, Berichtete er den Menschen von dem, was er erlebt hat. Die Gläubigen glaubten ihm. Seine standhaften, rechtschaffenen Gefährten glaubten ihm. Die Verleugner jedoch nutzten dieses, um ihn zu verspotten und, und sich über ihn lustig zu machen. Es geschah, dass eine, einige dieser Verleugner des Propheten Abu Bakr trafen. Und dann ihre Gelegenheit sahen, sich auch über ihn lustig zu machen. Denn sie wussten, was für ein treuer Gefährte des Propheten er ist. Sie gingen zu ihm und sagten ihm: Hast du gehört, was dein Freund erzählt? Er sagt, er sei in einer Nacht nach Jerusalem gereist und zurückgekehrt, bevor die Morgendämmerung begonnen hat. Abu Bakr, ohne den Hauch eines Zweifels und ohne zu zögern, sprach, wenn er dieses gesagt hat, dann ist das die Wahrheit. Dann ist er wahrhaftig darin. Sie waren erstaunt und sagten, du glaubst ihm? Er antwortete, ich glaube an die himmlische Botschaft, die er erhalten hat. Wie soll ich dann nicht an das glauben, was er von dieser Welt berichtet? Nach diesem Ereignis wurde Sayyiduna Abu Bakr, radiall radiallahu anhu, bezeichnet als As-Siddiq. Eine Deutung auf seinen starken Glauben an den Propheten und sein starkes Vertrauen auf ihn. Abu Jahal, einer der stärksten Feinde und Widersacher des Propheten, versammelte seine Leute mit der Absicht, den Propheten bloßzustellen. Er wusste, dass in der Vergangenheit der Prophet noch nie bei der Aqsa-Moschee war. So versammelte er die Leute und forderte den Propheten auf, und sie forderten den Propheten auf, die Aqsa-Moschee zu beschreiben. Anschließend beschrieb der Gesandte Gottes, Wassalam, die Aqsa-Moschee. Und er beschrieb sie in solch einer Genauigkeit, so detailliert, als wäre er derjenige gewesen, der sie, der sie gebaut hat. Unter den Anwesenden war ein Verleugner, einer der Verleugner, der die Aqsa-Moschee gut kannte. Und obwohl er nicht an den Propheten, Wassalam, glaubte, Erkannte er, dass er die Wahrheit sagt und die Beschreibung exakt war, und er sagte, seine Beschreibung ist wahrhaftig, denn unser Prophet, ist wahrhaftig und vertrauenswürdig. Wir bitten Allah, den Erhabenen, dass uns der Segen der Propheten zuteil wird und dass wir Nutzen davon tragen. Und wir bitten ihn, diese, uns diese gesegnete Zeit im Guten مبرين zu lassen, im guten nutzen zu lassen. Möge Allah der Erhabene unsere unser Gutes vermehren und uns gemeinsam mit dem Propheten Mohammed صلى الله عليه وسلم im Paradies verein. والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد والله أعلم وأحكم. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بطريق المفلحين تنبنى الأوطان نتعلم علم الدين على نهج الصالحين بطريق المفلحين تنبنى الأوطان